Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Hier sind wieder eure beiden Edelmetall- und Münzverrückten, nämlich der Stefan Kohlberger unten im Video und der Connoisseur oben. Und ja, ich hoffe, ich bin mir nicht so sicher, ob mein Hals gerade ziemlich rot ist oder so, aber ich hatte ehrlich gesagt einen ziemlichen Hals, als ich vor kurzem einen Zeitungsartikel gesehen habe. In einer Schweizer Tageszeitung gab es nämlich einen Debattenbeitrag, wo eine Schriftstellerin sich mit diesem wunderschönen Kunstwerk hier auseinandergesetzt hat, was ihr hier auch seht, nämlich mit der 1000-Franken-Banknote und eine Brandrede darauf gehalten hat, dass man diese Banknote doch am besten abschaffen sollte. Die Argumente, die werden viele von euch schon mal gehört haben beim 500-Euro-Schein. Es geht. Der 1000-Franken-Schein wird hauptsächlich für illegale Machenschaften genutzt. Wer sie kennt, niemanden, der mit sowas schon mal an der Supermarktkasse bezahlt hat, und so weiter und so fort. Und das Fazit war eigentlich, den brauchen wir nicht. Es gibt nur zwei Länder offenbar, die einen ähnlich großen Schein haben und dementsprechend kann der doch ruhig mal weg. Ja, und das ist natürlich ein Thema, das trifft Leute wie mich und den Stefan sicherlich. An einem Punkt, wo wir gerne mit euch jetzt drüber diskutieren wollen. Und was mich zu der Frage gebracht hat, geht der Kampf gegen das Bargeld weiter? Stefan, du warst Ja. sicherlich auch nicht jemand, der jetzt jeden Tag seinen Kaffee mit einem 500-Euro-Schein bezahlt hat, der aber trotzdem vielleicht, oder vielleicht doch, aber der sicherlich zu diesem Thema auch eine Meinung hat. Und ja, was meinst du? Also ich finde, grundsätzlich ist Bargeld ja nichts Verwerfliches. Also mit Bargeld Dinge zu bezahlen ist anonym. Man möchte vielleicht nicht alle Daten immer offenlegen, was man sich gerade wann wo wie gekauft hat, aus welchen Gründen auch immer. Man ist ja nicht automatisch ein Krimineller, wenn man Bargeld benutzt. So, aber häufigstes Argument für die Entfernung von Bargeldthemen wie dem Tafelgeschäft oder auch großen Geldscheinen ist, dass es fast ausschließlich kriminelle Nutzungen sind. So, ob es da eine Datenbasis für gibt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich glaube eher, dass die vielen, vielen kleinen Scheine die kriminelle Thematik eher betreffen. Aber spielt erstmal keine Rolle. Ich bin der Meinung, dass Bargeld ein Stück Freiheit bedeutet. Und man kann selbst entscheiden, ob man bar bezahlen möchte oder eben nicht. Und ich kenne Menschen, gerade so im Alter 60 plus, die bezahlen super gerne alles bar. Die haben halt immer ein paar hundert Euro bar dabei und dann, wenn man essen geht mit Family und was auch immer, dann zahlst du halt 150 Euro bar. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe nie so viel Geld dabei. Also ich bin eher jemand, der dann mit EC-Karte sein Essen bezahlt. Aber ich finde, man muss es doch dürfen. Und nur wenn man große Scheine hat, es gibt nun mal Menschen, die haben mehr Geld und die wollen halt mehr Geld auch mal bar irgendwie verfügbar haben. Da kann es doch nicht sein, dass die dann Unmengen an Platz benötigen, um ihr Geld irgendwie unterzubringen. Und so ein 1000-Franken-Schein ist ein gutes Beispiel. Der hat halt eine hohe Wertdichte. Also wenn du 100 davon hast, 100 von den Scheinen, hast du 100.000 Euro. Und 100 Scheine sind so viel. Oder 100.000 Franken. Das ist jetzt keine Menge, die jetzt gewaltig ist. Es klingt nach einer großen Summe, aber sobald so ein Schein halt weg ist und du hättest nur noch 100 da zum Beispiel, dann hast du gleich 1000 Scheine. Das ist eine völlig andere Dimension. Und also ich finde, es geht sowieso in die völlig falsche Richtung. Also wenn du die Geldautomaten siehst, werden immer weniger. Es gibt Filialen zugemacht, werden immer weniger. Es wird immer weniger Geld in den blöden Geldautomaten sein. Und wenn du mal an so einem Automaten warst und hast da mal deine Karte reingesteckt und kriegst gar nicht das Geld raus, was du willst, dann denkst du dir, was ist denn jetzt los? Und ich muss sagen, das ist für mich was ganz Gruseliges, dass ich meine digitales Vermögen nicht in Papiergeld umwandeln kann, wenn ich es gerade möchte. Also der Kampf gegen Bargeld ist in vollem Gange tatsächlich und alles im Sinne der Nachvollziehbarkeit und mit der Begründung der Kriminalität. Und boah, das finde ich schon sehr grenzwertig, ehrlich gesagt. Genau, ja, das stimmt einen nachdenklich und es sind ja auch die, wie soll ich sagen, die Einschläge, die auch da näher kommen bei völlig unbescholtenen Menschen, die Genau. damit auch gar nicht rechnen. Ich erinnere mich sehr gut noch daran, als ich vor ein paar Monaten das erste Mal am Geldautomaten begrüßt wurde mit diesem Hinweis, so ab sofort sind Bargeld bei Bargeldeinzahlungen über, was sind das jetzt, 1000 Euro? Weiß es gar nicht.
muss ich ein, so nach dem Motto, stellen Sie sich darauf ein, dass die Bank Sie ansprechen wird und einen Herkunftsnachweis haben will. Also so nach dem Motto, ich hatte gerade Geburtstag, müssen meine Eltern einen Zettel schreiben, dass sie mir Geld geschenkt haben oder so. Völlig, völlig absurd. Ja. Und ich hatte auch gerade so, wie du das beschrieben hast, diese Kriminalisierung, damit werden nur kriminelle Machenschaften gefördert oder es sind nur Superreiche. Ich kann mir gerade bei diesem 1000-Franken-Schein vorstellen, dass da viele Schweizer einfach ein oder zwei davon als eiserne Reserve sich irgendwo hingelegt haben zu Hause. Ja. Und auch so, wie du das beschrieben hast, ein bisschen Geld zu Hause haben, ist gerade jetzt in der, wie soll ich sagen, in der turbulenten Zeit, nicht die dümmste Idee. Natürlich, ne, wir haben eine hohe Inflation und das Geld vermehrt sich nicht, wenn es irgendwo unterm Kopfkissen liegt. Aber es als Sicherheit vor Ort zu haben, ist, wie soll ich sagen, was ist da das Problem? Ja, es ist Und halt, ich hatte auch, ja. Es hat ein wichtiges Thema noch, was du da ansprichst. Also diese eiserne Reserve, ja. Die ist halt fast nicht wahrnehmbar durch so einen 1000-Franken-Schein. Also was im Moment passiert ist, dass wenn so große Scheine weg vom Markt verschwinden, dann wird die mögliche Wertdichte, die ein Papier bietet, drastisch verschlechtert. Also ja. Es ist ja aus der Edelmetallwelt, aus der Goldwelt ein riesiger Vorteil, dass eine Unze Gold, die ja so groß ist und flach, einen Wert von ungefähr 2000 Euro hat. So diese Wertdichte ist extrem hoch. Das heißt, 20.000 Euro ist ungefähr so viel. Aufeinander gestapelt, ne? Und wenn du aber die großen Scheine wegnimmst, dann wird die Wertdichte, die du mit Geld zur Seite legen kannst, immer schlechter. Gold wird dadurch noch attraktiver als Anlageform, als Wertform. Und das wird die nächste Angriffsfläche werden, automatisch. Ja. Also es soll auf dem Konto sein, es soll nachvollziehbar sein und am allerwichtigsten ist, es soll konsumiert werden. Und die Sparsummen waren zum Teil ja gigantisch in den letzten Jahren, zum ja. Teil bis zu 20%. Und das ist schon ziemlich heftig. Und es soll halt weg vom Sparen hin zum Ausgeben. Ja. Es gibt so einige Aspekte, also Bargeld ist ein Thema, der Kampf gegen Edelmetalle, wir hatten das Thema ja. Silber. Steuer, Verfügbarkeit. Es soll nicht investiert werden, es soll konsumiert werden, hat man das Gefühl. Und von daher, es ist eine, absolut, ja. Es ist eine schwierige Situation tatsächlich. Und ich glaube auch, während du das gerade sagtest, kam mir so ein Gedanke, man soll ja eigentlich immer nicht in die Glaskugel gucken und wir beide haben keine Glaskugel hier stehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass also wenn man sich die Argumente anguckt, warum wurde der 500-Euro-Schein abgeschafft, was hat jetzt diese Schriftstellerin gesagt zum 1000-Franken-Schein, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tage der 200-Euro-Banknote auch mittelfristig gezählt sind. Denn da kann man auch sagen, wer bezahlt denn damit? Wann habe ich an der Supermarktkasse mal mit einem 200-Euro-Schein bezahlt? Wer braucht den eigentlich? Können wir ja auf 100 Euro runtergehen. Wenn wir im internationalen Vergleich gucken, in den USA, die größte Banknote da ist 100 Dollar, in Großbritannien sind sogar nur 50 Pfund. So könnte man jetzt auch sagen, ja, guck doch zu unseren Nachbarn, bei denen funktioniert das auch. Also, genau. Wenn die es schlecht machen können, wir es doch genauso schlecht machen. Ja, ja. Ich habe jetzt ja gehört, dass die EC-Karte verschwinden soll, ne, in den nächsten 2 Jahren. Ah. Ja, weil wir in Deutschland tatsächlich, das ist mal so ein Off-Topic am Rande, in Deutschland tatsächlich eines der wenigen Länder sind, das massiv die EC-Karte als Zahlungsmittel nutzt. Ja. In den meisten Ländern sind es Kreditkarten, ja. Visa, Mastercard oder eben Mobiltelefone sind mittlerweile auch sehr im Kommen, was Bezahlungen über die ja. Direct Banking App sozusagen betrifft. Kann man ja auch das Handy einfach an den Dings halten, dann ist bezahlt. Ob das alles so gut ist, weiß ich auch nicht. Aber na gut, es ändert sich so einiges. Da geht die Erziehung dann hin vom mündigen Sparer zum mündigen Schuldenmacher. Genau. Ja, aber deswegen, ich fand das ganz, ganz spannend und ja. auch also als Aufregerthema, weil man ja sonst gerade die Schweiz als neutrales Land, als sehr stolzes Land, sehr auch, wie soll ich sagen, wehrhaft und mit direkter Demokratie, hätte ich jetzt gedacht, das ist so ein Land, das wird auf Ewigkeiten an sowas festhalten, auch an den hohen Banknoten.
Aber das hat jetzt eine Diskussion in Gang gebracht und es sind keine Einzelmeinungen, die man da hört, ne? Insofern, Sehe ich das muss genauso. man im Blick behalten. Und auch wenn wir jetzt nicht mit Schweizer Franken bezahlen und ich habe jetzt auch dank deiner Grafikdesign-Künste diesen 1000-Franken-Schein das erste Mal live gesehen. Ja, in unserem Alltag spielt er keine Rolle, er ist aber ein Symbol für etwas deutlich Größeres, was uns alle betrifft und was uns sicherlich auch in Zukunft weiter betreffen wird. Und deswegen, das haben wir uns das Thema auch vorgenommen, weil das aus unserer Sicht schon ja auffällig ist, man das im Blick behalten sollte, wenn in der Schweiz oder vielleicht demnächst auch in Großbritannien oder in den USA sowas diskutiert wird. Da interessiert mich vor allem die Meinung von den Leuten, weil da gibt es Genau. echt zwei Lager. Manche Ja. Leute sagen, wofür brauche ich denn Bargeld? Ich mache eh nichts Ja. bar. Andere sagen, ich möchte auf Ja. keinen Fall meine Freiheit mit Bargeld verlieren. Keine hitzige Ja. Diskussion, aber gerne alles in die Kommentare. Es ist sehr spannend, was da für Themen existieren. Ja. Und vielleicht auch, ja, gut, solltet ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben, was ihr zu Hause bunkert, aber Das wäre jetzt nicht so gut. nee, nee, nee. Aber ist ja vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, dass viele der Zuschauer sich jetzt gerade denken, hör, warum soll ich denn Geld zu Hause bunkern? Ich habe meine Ersatzwährung gefunden, die ist nämlich Gold. Und dann bin ich auch eher, wie soll ich sagen, jetzt erstmal unabhängig von solchen Fragen, welche Banknoten es dann noch gibt. Ja, wir werden das Thema weiter im Blick behalten, werden aus der numismatischen Sicht und aus der volkswirtschaftlichen Sicht weiterhin gucken, wie es weitergeht mit dem Bargeld. Und ich fürchte nach, du hast ja vorhin auch so ein paar andere Schlaglichter genannt, ne? Absenkung der Bargeldgrenze, anonyme Tafelgeschäft und so weiter. Die Daumenschrauben werden immer weiter angezogen und das behalten wir natürlich im Blick und freuen uns auf eure Kommentare, Likes, was gibt's Abos, noch? Abos, Abos, die Glocken, Glocke, genau. bei Instagram, bei YouTube, bei TikTok noch nicht, soweit ich weiß, aber mal gucken, was noch kommt. Insofern, ja, freuen wir uns bald wieder live oder nicht live für euch da zu sein. In diesem Sinne, bevor ich jetzt noch völligen Quatsch erzähle, Genau. wir behalten das Ganze im Blick. Schönen Abend noch. Bis bald. Bis bald.